Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei StarCraft 2. Ja, wir befinden uns hier wieder zurück auf der Hyperion. In der letzten Folge haben wir die letzte Mission des Kristalls gemacht und auch wieder sehr viel bekommen an Informationen, die wir brauchen, um dieses Spiel oder um die Story noch besser zu verstehen. Und ja, das ist einfach insane. Und ich freue mich schon jetzt auf die anderen Kampagnen, die ich auf jeden Fall mir noch holen werde. Oder die eine habe ich ja schon, die andere werde ich mir noch holen. Und das wird alles nice und ja. Gehen wir aber erstmal weiter zum Arsenal, denn wir haben eine Arsenalkonsole und da werden wir mal reinschauen. Was haben wir denn neu bekommen? Nichts? Warum wird es mir denn was als Neues angezeigt? Viking, Banshee, Niger, Goldert, Adler, Belagerungspanzer, ja, nee. Infanterie. Ja, brauchen wir eh dafür, dass man die alle. Ja, Basis kann man halt hier noch. Man könnte jetzt sagen, die haben doppelt so schnell. Hilft ja auch eine starke Menge. Man sagt halt, man verbindet, macht eine Sache und das baut sich doppelt so schnell auf. Einen werden wir mal kaufen. Lohnt sich vielleicht noch, aber wir reden jetzt erstmal mit Swan, denn der hat auch immer nette Gespräche. Oh verdammt, Cowboy, du siehst echt beschissen aus. Hast du schon wieder an dieses Mädchen gedacht? So in der Art. Ich habe eben erfahren, was passieren könnte, wenn wir es nicht schaffen, sie zu retten. Es bringt nichts, darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn du mich fragst. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Ist doch nett. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Labor. Hier gibt's nichts Neues, oder was? Nee. Aber die Prophezeiung von Ulan. Sobald die Zeit gekommen ist, wird der Kreis sich schließen. Die Zellnager, die die Sterne schmiedeten, werden ihre Schöpfung überflügeln. Doch der Gefallene wird verbleiben. Dazu bestimmt die Leere mit Schatten zu erfüllen. Bevor die Sterne von ihrer himmlischen Kurs abweichen, wird er den Kreislauf der Götter durchbrechen und dabei alles Licht und jede Hoffnung verschlingen. Es beginnt mit einem großen Hungernden, es endet in völliger Finsternis. Nice. Sonst gibt es hier vermutlich nichts Neues. Das meiste habe ich hier eh schon. Oh, 30.000 Credits nochmal. Ah, das hätten wir fast noch bekommen. Ah, das ist sehr solide. Dann gehen wir mal zurück zur Schiffsmesse und hören uns die Nachrichten an. Die sind doch immer nett. Heiß Hunger auf, jetzt auf die Hausmannskost. Wann kommt's hier rein? Die Bubas, Benzin und Bierstuben. Dienstags alles zum halben Preis, selbst unter den gekriegten Hydrahaxen. Dazu gibt's eine Plasmaaufladung gratis umsonst. Bubas, Benzin und Bierstuben. Das Zuhause für alle Tracker, die weit weg von daheim sind. Oh, so Classic American Werbung, ey. So stelle ich mir die halt vor, ey. Wunderbar. Ach, ich liebe die Nachrichten, die sind so gut gemacht. Reden wir mal mit Connor oder Honor, Matt, wie man ihn nennen mag. So, was hat er denn uns zu sagen? Sie sehen bestürzt aus, Sir. Stimmt etwas nicht? Zeratul nannte es eine Vision der Zukunft. Es war das Ende aller Zeiten, Matt. Armageddon. Mehr Protoss, als wir uns vorstellen können. Aber immer noch nicht genug, um die Hybriden aufzuhalten. Aber was ist mit Kerrigan? Hätte sie sie nicht aufhalten sollen? In dieser Zeitlinie war sie tot. Getötet von uns. Das ist es, was Zeratul uns die ganze Zeit mitteilen wollte. Sie muss überleben oder wir alle sind verloren. Ja, das ist das Wichtige. Sie muss überleben. Aber ja, dann hätten wir alle Gespräche hinter uns, die das betreffen. Und wir müssen weitermachen. Was? Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir ihn dazu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UNN-Studios auf Korhal zu leiten. Sobald der Odin ihre Verteidigungsanlagen ausgeschaltet hat, werden wir mit der Ausstrahlung beginnen. Darüber wird man noch in 100 Jahren sprechen. Ah, wunderbar. Damit kann man halt sehr viel nerven. Und hier... Commander, unsere gemeinsamen... Das ist das... Der Sigma-Quadrant ist das Zernaga-Artefakt. Dann gehen wir erstmal zu Korhal und starten die Mission.
Das wird doch auch was Witziges. Ich hoffe, da gibt es eine geile Cutscene am Ende wieder. Unser Überfall auf die Valhalla-Anlage wurde noch nicht gemeldet. Die Liga hat keine Ahnung, dass wir den Odin gestohlen haben. Ich musste so ziemlich jeden Gefallen einfordern, den ich noch gut hatte. Aber der Odin ist jetzt auf der Oberfläche mit Tychus als Pilot. Matt, du bist ein Genie. Das muss eine komplizierte Operation gewesen sein. Das wollen Sie lieber gar nicht wissen, Sir. Ich würde alles dafür tun, Manx bloßzustellen. Also, wollen Sie ihn nachher wirklich in den UNN-Studios filmen? Das ist richtig. Und wir werden Sie nicht enttäuschen. Da Tychus der Einzige mit Erfahrung ist, wird er den Odin steuern und einen Überraschungsangriff auf die Wachen des Studios starten. Sie werden einige Minuten verwirrt sein und zuerst gar nicht wissen, wen sie angreifen soll. Und in der allgemeinen Verwirrung errichten wir mit Hilfe unserer kürzlich erworbenen Kommandozentrale einen Stützpunkt. Ziemlich durchtrieben, Matt. Gefällt mir. Wenn Tychus mit seinem Überraschungsangriff genug Schaden anrichten kann, sollte es relativ einfach sein, die Übertragung durchzuführen. Nicht vergessen, uns bleiben nur ein paar Minuten, bevor die Liga erkennt, dass Tychus in dem Odin sitzt. Sobald sie das herausgefunden haben, werden sie alles, was sie haben, in Bewegung setzen, um uns aufzuhalten. Was auch immer passiert, das wird auf jeden Fall eine Show, an die Mansk sich sein Leben lang erinnern wird. Okay, dann mal los. Ich glaube, jeder der Anwesenden würde sich an sowas erinnern. Ich meine, stell dir vor, du bist gerade irgendwie bei einer irgendein Event politisches. Irgendwer macht eine Feier, oder weißt du, und auf einmal geht alles, Explosion, Krieg, alles kaputt, weißt du? WDG-20, Demo, wenn man sie so nennen mag. Ja, ne, G9, keine Ahnung, ich habe ja schon wieder alles vergessen. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Ich bin im Sicherheitsnetzwerk der Liga. Bringe Ihre Standorte jetzt auf den Schirm. Auf geht's, Tychus. Du weißt, was du zu tun hast. Dachte schon, du würdest nie fragen. Außer Kontrolle. Wiederhole, der Odin ist außer Kontrolle. Haltet ihn auf. Achtung, Rebellenpilot. Hier spricht General Warfield vom Liga-Hauptquartier. Ergeben Sie sich oder Sie werden umgehend vernichtet. Rock'n'Roll. Ah, jetzt wird's geil. Ich habe mich wieder auswählen und immer noch gemutet. Aber ja, ich finde den Odin nicht so geil, weil er nicht. Wäre der mehr Bums, also mehr AOE-Damage, wäre das schon was Geiles. Heftig. Macht Platz für den Platzhirsch. Ich liebe es. Das wenn wir leben, die Hauen. Abtrünnigen Odin entdeckt. Knall ihn ab. Ich liebe es. Das wird hinhauen. Ich liebe es. Das wird hinhauen. Ragnarök-Roll. Alter. Heftig. Dammit. Der Odin ist ja jetzt schon fast. Ragnarök-Roll. Die wollen das wieder reparieren, oder? Dann mach ich euch halt alle platt. Sieh heftig. Macht Platz für den Platzhirsch. Ragnarök-Roll. Ich finde es halt so komisch, dass die halt alles hier nehmen. Boah, Alter, sind das hier viele Truppen. Das ist krass. Mal sehen, was ich meine, ich bin ja schon glücklich, dass ich überhaupt eine Basis so ein bisschen zerstöre. Aber für so eine Basis würde ich halt mehr als nur eine Sache brauchen. Ich kann aber versuchen, so viel wie möglich halt zu zerstören. Das wird hinhauen. Ich liebe es. Das wird hinhauen. Die überleben ja alles. Heftig. Das ist ja mies. Das wird hinhauen.
Hoffentlich ist das Ding versichert. Überraschungsangriff endet in zwei Ragnarök. Ja, ich liebe es. Heftig. Hoffentlich ist das Ding versichert. Ragnarök. Sperrfeuer machen, damit die Gebäude ein bisschen schneller kaputt gehen, ne? Macht Platz für den Platzherrsch. Hier das genau so machen. Heftig. Ragnarök. Macht Platz für den Platzherrsch. In der Liga habe ich hier nicht schon was vernichtet? Ich liebe es. Ist das hier nicht alles easy? Macht Platz für den Platzhirsch. Das wird hinhauen. Ich liebe es. Ragnarök. Das wird hinhauen. Heftig. Dann gehen wir hier nochmal rüber. Das wird hinhauen. Hey, Sperrvoll kann ich nicht. Ein Alarm wurde ausgelöst. Es wird nicht lange dauern, bis sie mich aus ihrem System werfen. Mach dir mal nicht ins Hemd, Junge. Gönn einem Mann doch ein bisschen Spaß bei seiner Arbeit. Ich habe leider keinen Sperrvoll mehr, das wusste ich leider nicht. Ich habe die Energie vergessen, aber ich bin ja eh hinhauen. Besiegt bin ich ja eh gleich, wenn das so weitergeht. Heftig. Ragnarök. So, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal zerstören. Heftig. Das wird hinhauen. Ernsthaft, der Schuss für den Platzhirsch. Heftig. Was ist das eigentlich für ein Dings? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Da habe ich das doch schon zerstört. Ragnarök. Oder hätte ich literally wirklich nur die Truppen zerstören sollen? Ich liebe es. Wir haben fast keine Zeit mehr. Die Jungs hier auch nicht. Immer mit der Ruhe. So, ja, kein Platz Ding. Ich werde hier noch ein bisschen was zerstören. Dann werde ich jetzt hier nochmal die Dinger hier zerstören. Das wird hinhauen. Denn das brauche ich auch nicht wirklich. Ich liebe es. Die stören mich auch. Heftig. Ach, jetzt auf einmal soll ich das hier zerstören? Check ich nicht. Das wird hinhauen. Ah, ist alles vorbei jetzt. Die Liga hat auf einen sicheren Kanal gewechselt. Ich kann ihre Positionen nicht mehr bestimmen. Ich konnte allerdings auf das UNN-Netzwerk zugreifen. Wir müssen lange genug Truppen in der Nähe eines Sendeturms halten, um unsere Nachricht auszustrahlen. Damit unsere Übertragung den gesamten Raum der Liga erreichen kann, werden wir jeden Sendeturm lange genug kontrollieren müssen, um die Daten hochzuladen. Jeder Einheitentyp kann die Kontrolle aufrechterhalten. Du kannst drauf wetten, dass Mengsk da auch noch ein Wörtchen mitreden will. Das alles habt ihr in 2 Minuten erst gebaut. Das baue ich auch in 3 auf. Und noch viel mehr, ey. Was nicht passt, wird passend. Was liegt da? Boah, Eigenjasche! Nur zu. Unsere Basis ist aufgebaut und einsatzbereit. Ich übertrage die Kontrolle jetzt an Sie, Sir. Ja. DBF bereit. Was wichtig hat? Ach, wichtig. Lesen der Boss. Wayner Swader, ey. Die neuen Maschinen kommen. Diese Tore sind kleiner als der Odin, aber sie lassen sich besser steuern und haben immer noch ordentlich Wumms. Viel Spaß damit. Nice. Der Große hier gehört mir. Nur zu. Hier werden auf jeden Fall eh ein paar mehr gebaut, mein Freundchen. Hatte ich nur mal so vor, ne? Also, Zugriff auf Sendeturm 1, 2 und 3 muss ich nicht gleichzeitig machen, ne? Erweiterung fertiggestellt. Sehr nice. Nicht genügend Mineralien. Echt? Da fehlt's jetzt wieder? Alter, das ist mein Zimmer warm wieder. Button. Es ist. BBF Einsatzbereit. Muss man einfach mal sagen.
Was wichtig hat? Nee, nichts Wichtiges. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? So, ich würde vorschlagen, dass ich erstmal die ganzen Sachen zerstöre mit dem Odin wieder. Aber dazu brauche ich halt mehr WWFs. WBFs. Nicht genügend Mineralien. Jetzt geht's rund! Kann's kaum noch erwarten! Weil die halt immer wieder aus repariert werden müssen. Bereit machen, Jungs! Mal WBF einsatzbereit! Es ist mir nach. Was liegt an? So. Mal ist schon mal los. Was dieses Baby so drauf hat. Und zerstörst hier mal ein bisschen der Basis. Das wird hinhauen. WBF bereit. So, Mengs, dich brauchen wir nicht. Macht Platz für den Platzhirsch. Ragnarök. Ich liebe es. Ragnarök. WBF einsatzbereit. Macht Platz für den Platzhirsch. So, kann man das hier nicht erobern? Das wird hinhauen. Wäre witzig, wenn. WBF bereit. Lass mich mal. Hoffentlich ist das Ding versichert. WBF einsatzbereit. Was nicht? Nur zu. Dann hier nochmal ein Maschinendock. Was wichtig hat? Nicht genügend Mineralien. Nicht? Schade. Machen wir in die Hölle heiß! Warten! So, 17 reicht dann noch erstmal. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Heftig! WBF einsatzbereit! Jetzt geht's rund! So. Geht nicht? Das wird hinhauen. Dann geh erstmal nach hier. Und wir bauen hier nochmal ein. WBF bereit! Was liegt an? So, du baust denn hier nochmal ein paar Versorgungsdepots. Darf sonst noch was sein? Wow, Heigen erschreckt! Abmarsch bereit! So, und wir wollen hier nochmal eine Kaserne bauen. Yep. BBM einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Ah, dammit. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ja, wir haben eigentlich fast unendlich Zeit. Das ist sehr nice. Neuigkeiten? Was wichtig hat? BBF bereit. Kann's kaum noch erwarten. Aber sicher. Nur zu. So, automatischer hier nochmal den Sitz ein. BBF einsatzbereit. Warten. Was liegt an? Wow, Heigen erschreckt. So, die können ja alle gleichzeitig dran bauen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ist doch sehr solide. BBF bereit. Schiffswaffen sind ja die Dinger. Was wichtig hat? Ich bin schon unterwegs. BBF einsatzbereit. Ne, alle da, meine Freunde. Da kann ich mir nichts leisten von, außer vielleicht noch so ein Predator. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? BBF bereit. Hab ich jetzt ein paar Zivilisten zerstört. Macht Platz für den Platzhirsch. Ragnarökenroll. Ich liebe es. Ja, das ist ein bisschen gezeigt wird, wie das ist mit der Range. Die wird echt eine kleine Range. BBF einsatzbereit. Heftig. Aber auch gut gespielt, oder nicht? Ich liebe es. Ragnarökenroll. Ja. Die Kaserne bräuchte ich denn ein. Hoffentlich ist das Ding versichert. Schlechte Neuigkeiten? Und
ihr geht mal nach da. Kapiert! Und ja, dann sparen wir erstmal ein bisschen. Mal sehen, was dieses BDF einsatzbereit. Das wird hinhauen. Ey! Heftig! Erweiterung fertiggestellt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, alle mal dran bauen, dann geht's schneller. Und ich baue dann drei kleinere Einheiten auf. Hey! Greif die an! Ich warte. Hoffentlich ist das Ding versichert. Kapitän! Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Hoffentlich ist das Ding versichert. So, dann gehen wir mal weiter. Mein Freunde. Ragnar Rock'n'Roll. Das wird hinhauen. Heftig. Platz her. BBF bereit. Ich liebe es. Das wird hinhauen. So, kann jetzt auch stellen. Ragnar Rock'n'Roll. Upgrade durchgeführt. So, Upgrades durchgeführt. Das ist ja sehr nice. Nur weiter. Hoffentlich ist das Ding versichert. Ja, ja, die können auch nach da. Der nächste, der da rauskommt, kommt auch noch nach da. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Macht Platz für den Platzhirsch. So, ich werde jetzt Stück für Stück durchgehen und versuchen, mich sozusagen ein bisschen aufzubauen. BBF einsatzbereit. Hier können mal 5 neue hin. Hoffentlich ist das Ding versichert. Von mir aus. Was nicht passt, wird passen. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Heftig. BBF bereit. BBF einsatzbereit. So. Tschüss. Tschüss. Das wird hinhauen. Ich liebe es. Da wird nicht viel übrig bleiben. Hoffentlich ist das Ding versichert. Worauf soll ich... So, wir werden hier weitergehen und hoffen, dass hier nichts uns weiter nervt. Hey, du hast überlebt. Ragnar Rock'n'Roll. So, wir ballern hier den ganzen Dings ab und haben nur noch mal Platz, alles zu machen. Lassen wir es krachen. Ach, wir brauchen mehr Versorgungsdepots. BBF einsatzbereit. Schlechte Neuigkeiten? Los, los, los! Boah, nee. Dann holen wir uns hier nochmal ein paar. Hoffentlich ist das Ding versichert. Holen wir uns hier erstmal Bunker hin. Zeit auszurücken. Upgrade durchgeführt. Wow, Heigen erschreckt! Du baust immer schön weiter weg hin. Du baust ja auch erstmal einen Bunker hin. Genau wie du da einen baust. Upgrade durchgeführt. Feuer gefällig. Button! Ja, nur zu. BBF bereit. Nein, ich wollte dich nicht anklicken. Ich wollte dich anklicken. Aha. Ab.
Hoffentlich ist das Ding versichert. Dann docken wir doch alle. So, wir bauen uns jetzt mal fett auf. Come on, baby! Yep. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt müssen wir auf die Seite gehen und da was machen. Was liegt an? Gut, dass so ein Bunker auch nicht teuer ist. Aus der Bahn! Feuer gefällig! Schlechte Neuigkeiten? Das sollte reichen. Was wichtig? Kann's kaum noch erwarten! So, davon brauchen wir dann noch ein paar, dann hole ich mir noch ein paar Rächer. Und ich hole mir noch ein Tor. Und Goliath. Und eine Kobra. Schlechte Neuigkeiten? So, du baust denn hier nochmal ein Dings hin. Hoffentlich ist das Ding versichert. Was wichtig hat? So. Hier haben wir uns dann auch noch ein bisschen weiter aufgebaut. Dann kann hier nochmal ein Bunker hin. Yep. Finde ich. Wow, Heigen erschreckt. Und hier kann auch nochmal ein Bunker hin. Und sonst kommt hier nochmal ein Versorgungsdepot. Noch was sein? Nee, sonst darf nichts sein. So, Mann, wir werden jetzt denn hier weitergehen. Baby so drauf hat. Hoffentlich ist das Ding versichert. Hier ist der Tor. Gibt's auch irgendeine Einheit? Ah, Raumhafen sind vielleicht mal warm. Warten! Der Doktor ist da. Ja, hier haben wir ein paar Leute. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir bauen hier nochmal ein Dings hin. Mineralienfeld erschöpft. Hier oder was? Was liegt an? Aber sicher. Basis wird wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. What the fuck? Das schmeckt nach Sieg. Goliath online. Keine Sorge. Komm nicht online. Warum? Ey, ich check halt nicht die Logik dahinter. Wie ist der Plan? Mit Vergnügen. Also ich komme da halt nicht hoch und die können mich halt angreifen. Das ist halt so genial. Ich höre. So, bereit? Für den Donner! Ich. Was soll ich machen? Ich bin da! Krieg mich! Schieß los! Ja, nice. Terminiert! Das stürmt eine ganze Basis von einer Reichweite, die ich nicht angreifen kann. Was liegt an? Weil ich da nicht hochkomme. Was muss getötet werden? Was ist das hier bitte? Serviert man kalt. Toll. Systeme funktionsfähig. Ach, jetzt kommen die da runter? Mineralienfeld erschöpft. Noch so ein Folia, dann noch so eine Kobra. Predator noch im Baum. Was für Fixe. Komm auch noch mal runter. Dich mach ich auch noch platt. Der Doktor ist da. Mein mi friendo. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Was dieses Baby so drauf hat. Macht Platz für den Platzhirsch. Das wird hinhauen. Ragnar Rock'n'Roll. Ich liebe es. Upgrade durchgeführt. Hier ist der Tor. Mineralienfeld erschöpft.
Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, dann hole ich mir halt ein neues Mineralienfeld, wie das da oben. Ach, oder das hier. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Heftig. Das wird hinhauen. Ich. So, das hier nochmal zerstören. Das hier nochmal zerstören. Platz für den Platzhirsch. Oh Gott, ich brauche hier wieder ewig hierfür. Wie ist der Plan? Ich warte. Durchgeladen und entsichert. Hoffentlich ist das Ding versichert. Hier ist der Tor. Raumhafen. Ding. Mineralienfeld erschöpft. Nur zu. Was wichtig hat? Darf ja. Sonst noch was sein? Die sollen da mithelfen. Warten. Genau wie du. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Zeit auszurücken. Heftig. Macht Platz für den Platzhirsch. Heftig. Du hast mit zerstört. Goliath online. So, bitte einmal alle nach down. Überstunden. Nur weiter. Zeitverschwendung. Gleich knallt's. Es ist mir nach Hause gefolgt. So, ich hoffe, es passiert nicht gleich so viel Chaos auf einmal. Ich liebe es. Das wird hinhauen. Mineralienfeld erschöpft. Mal sehen, was dieses Baby so drauf. Team Charlie, schnell zu diesem Turm. Erledigt diese Rebellen. So, Unsere WBFs werden angegriffen. Was muss getötet werden? Es ist mir... Warte nicht, warten! Mais. Was liegt da? Mineralienfeld erschöpft. Ja, ja. Was wichtig hat? Verstanden. Boah, Eigen erschreckt. Hier kann ich nicht bauen. Upgrade durchgeführt. Nur zu. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Alter, ist das was. Macht Platz für den Platzhirsch. Heftig. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ich liebe es. Was nicht platten? Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? So, machen wir das Stück für Stück auch nochmal klar. Ich habe so viel Liebe zu geben. Basis wird angegriffen. Upgrade durchgeführt. Hoffentlich ist das Ding versichert. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ja. Abgeschlossen. Nice. Erste Übertragung hochgeladen. Selbst Mengsk wird sich aus dieser Nummer nicht mehr rausfinden können. Empfange Übertragung. Es gibt nur einen Mann, der arrogant genug ist, zu glauben, dass er mit sowas durchkommen könnte. Rainer. Ha! Dieses eine Mal geht es tatsächlich nur um dich, Arcturus. Ich hoffe, du genießt die Show. Ich wusste es. Warfield, schicken Sie Ihre Männer da runter. Ich will Rainers Kopf, verstanden? Seinen... Und die seiner Terroristenfreunde. Das ist aber nicht nett. Ihr geht bitte auch alle mal kurz nach Darn. Verstanden. Wir haben doch schon sehr viele nette. Aha, guck mal, was da wieder runterkommt. So, könnt ihr
könnt ihr wieder, alle wieder euch zurückziehen. Ich brauche hier ein paar Raumschiffe. Ich präsentiere Ihnen das neueste Kriegsgerät der Liga. Ah, nice, die Übertragung den kommt. Es ist mir nach Hause gefolgt. Dieser mächtige Stahlgigant steht als Zeugnis für die Genialität und Entschlossenheit unserer Liga-Ingenieure und Wissenschaftler. So. Kapitän, schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich bin schon unter... Was liegt an? Ja, ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wow, Heik! Schlechte Neuigkeiten? Lesen der Button. Jupp. Nur zu. So, dieser das vor. Wow, Heigen erschreckt! Aha. Mhm. Darf sonst noch. Ja, bin ich hier rüber. Was liegt an? Ja, was wichtig hat? Ist ja nicht mein Geld. Was liegt da? Was nicht passt, wird passend gemacht. Aha. Button. Yo. Was wichtig hat? So, mal wieder ein bisschen was abdecken. Wird gemacht. Schlechte Neuigkeiten? Juhu! Nur zu! Verstanden! Was nicht passt, wird passend gemacht. Die schaden nicht und bringen sehr viel. Und den nächsten Punkt kann auch gleich. Und den anderen Bereich dahin. Basis wird angegriffen. Lebender Boss! Es ist mir nach Hause gefolgt. Da steht noch ein Gegner. Behalten. Was wichtig hat? Wird gemacht. Was liegt an? Yep. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Button. Es ist mir nach Hause gekommen. Upgrade durchgeführt. Yep. Schlechte. Basis wird angegriffen. Was wichtig hat? Was liegt an? Was nicht passt, wird passend gemacht. Aus der Bahn! Nur zu! Aber Satten! Mineralienfeld erschöpft. Schlechte Neuigkeiten? Aha. Was liegt an? Das geht nicht, da ist kein Platz! Was nicht passt, wird passend gemacht. Da ist genug Platz. Ihr wollt es bloß nicht. Oh, meine ganzen DBFs. Basis wird angegriffen. Ja, die machen das schon. Wow, Heigen erschreckt. Ich mal hier.
Mineralienfeld erschöpft. Aha. Was wichtig hat? Verstanden. Nur zu. Warten. Jupp. Mal sehen, was dieses Mädels macht. Sie greifen einen der Türme an. Team Bravo, schaltet sie aus. Basis wird angegriffen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Uah! Nur zu. Was wichtig hat? Sie sind der Boss. Da dann. Nur weiter. So, das ist jetzt hier beendet, ne? Ich habe immer noch keine Ahnung, was die besten davon sind. Boah, die kommen gar nicht durch. Unsere WBFs werden angegriffen. Nee, hallo, geht doch mal raus da. Mineralienfeld erschöpft. War easy, ne? Bald werden wir Manks schmutziges kleines Geheimnis an alle Welten der Liga übermittelt haben. Mineralienfeld erschöpft. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Mineralienfeld von da erschöpft. Hier. Sehr nice, finde ich. Sehr, sehr nice. Maschinen laufen. Upgrade durchgeführt. Ich weiß nicht, was die hier unten wollen, aber... Ja, jetzt haben wir das Zeug. So. Was wichtig hat? Yep. Nee, wichtig, nee. Was wichtig ist. Mal sehen, guck mal, der kann den Ball so mitnehmen, drauf. Nice. Ja, ich will das gar nicht zerstören, ne? Ich liebe es. Zivilisten muss ich auch nicht angreifen. Jetzt wird geplündert. Aber sowas kann man hier zerstören. Heftig. Macht Platz passiert. Für den Platzhirsch. Ragnarök. Ich kann auch Zivilisten, indem ich da einfach durchrenne. Das wird hin. Basis wird angegriffen. Ragnarök. Macht Platz für den Platzhirsch. Heftig. Ich liebe es. Das wird hinhauen. So, zwei Schüsse sollten reichen. Heftig. Ragnarök'n'Roll. Was ist schiefgelaufen mit den WWFs? Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Melde Bereitschaft. Für den Platzhirsch. Nice. Bereit. Im Standby. Mal gucken wir mal, was hier oben alles so rumgammelt. Angriffsformation. Ich fuck mich jetzt schon ganz schön ab hier oben. Wird gemacht, Commander. Maximaler Schub. Ja, töten die Vikings. Zielvektor erfasst. Roger. Gut empfangen. Gut. Im Anflug. Einsatzbereit. Ich höre, Commander. Hoffentlich ist das Ding versichert. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Easy. Ich liebe es. Heftig. Bang. Das wird hinhauen. Oh, die ganze Armee kann sich jetzt erstmal nach da versammeln. In Bewegung. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Kann ich es bleiben? Online. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Hallo. Alle bitte immer noch da. Sollte nicht im Weg rumstehen. Was dieses Baby so drauf hat. Unsere ganze Armee ist einfach fett. Und ich weiß, ich spiele extrem langsam. Platz für den Platzhirsch. Ragnarök'n'Roll. Eigen erschreckt. Sie sind?
Es ist mir nach Hause gekommen. Mineralienfeld erschöpft. Nur zu. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Dann gehen wir mal nach hier. Heftig. Warten! Mal schön hier eine Kommandozentrale hinbauen. Meldebereitschaft. Oh, die können den alle reparieren. Und guck mal, Reparation abgeschlossen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt baut das mal ein bisschen schneller hier auf. Ja, das ist eh schon krass, ne? Was liegt an? Ich bin schon unterwegs. Nur schlechte Neuigkeiten? Komplett leer gefegt hier. Meine ganzen Lufteinheiten. Ist doch was Schönes. Einsatzbereit. Wie raffiniert. Was wichtiert? Wow, Eigenjasche! Jetzt wird geplündert. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Easy going. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Macht Platz für den Platzhirsch. Bang. Ich liebe es. Es wäre so schön, wenn man die Truppen mal mitnehmen könnte. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ragnar Rock'n'Roll. Oh, dammit. Die kann ich alle auf Level 3 upgraden. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Meldebereitschaft. Ach Gott, damit hätte ich so viel mehr schaffen können. Macht ihr mal hier weiter. Technik steht zur Verfügung. Koordinaten über. Hoffentlich ist das Ding versichert. Mal sehen, was. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Ich liebe es. Bang. Mach Platz Bang. Für den Platzhirsch. Nur weiter. Schiff benötigt Unterstützung. Menschliche Beharrlichkeit und Genialität haben sich vereint, ja, um die endgültige Antwort auf die Bedrohung durch die Zerg zu spielen. Wird hinhauen. Macht Platz für den Platzhirsch. Mayday! Mayday! Alles klar. Keine Sorge. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Das? Ich warte. Kann ich es mal? Oh, mach mal alles platt, was das ist. Braucht das hier noch ewig und das hier auch. Wenn man das hat, ist halt extrem stark. Kann ich es behalten? Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Wie ist der Plan? Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Sicherheitsverletzung an einem der Türme. Team Alpha, angreifen! Haltet sie auf! Oh. Team Alpha nennt man sie. Muss ich hier alles alleine machen? Ja, musst du. Auf Empfang. Bin gleich da. Mal sehen, was dieses einsatzbereit. Benötige Unterstützung. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Easy. Stirb die Autos. Meldebereitschaft. Platz für den Platzhirsch. So, das dauert immer noch ewig, genau wie das. Ist schade. Mal sehen, was dieses Baby ist. Weil so das auch noch zwei abbrennen müsste. Ey, lol. Lol. Heftig. Ist einfach an der ganzen Armee vorbeigegangen oder was? Kann ich es behalten. Der Tod kommt von oben. Mal sehen,
abgeschlossen. Nice. Das war die letzte. Ich hätte es viel schneller machen können, aber wollte ich nicht. Von ihrem geliebten Imperator halten. Nach Hause gefolgt. Kann immer noch geil. Alle Übertragungen wurden gesendet, Sir. Das war eine nice Mission, auch wenn ich zu langsam für meinen Geschmack gespielt habe. Spezialbericht über Max bekommen. Viel zu langsam. Oh Mann. 120 Minuten, aber verdammt, ich hab's viel zu lange gebraucht. Aber ja. Es war trotzdem eine nice Mission. Ich habe halt nicht so viel entdeckt, habe auch nicht so viel Erfolge bekommen, aber ey, who cares? Schiffsmesse der Hyperion. 23.04 Uhr. Diese schockierenden Enthüllungen. Gegen Mengs gerichteter Stimmung. Zur Aufzeichnung der Pressekonferenz des Imperators. Imperator, wie äußern Sie sich zu den Völkermordanschuldigungen? Dem Einsatz von Aliens um... Ich versichere Ihnen, diese Verleumdungen gegen den Thron sind haltlos und unverantwortlich. Sir, sagen Sie noch immer, dass selbstlose Ergebenheit gegenüber dem Volk Ihre Herrschaftsbasis darstellt? Selbstverständlich. Es ist meine Berufung, dem allgemeinen Wohl der Menschheit zu dienen. Persönliche Macht war niemals mein Ziel. Wie kommentieren Sie dann diese Aussage? Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Das lasse ich mir nicht bieten. Ihr Aasgeier glaubt, ihr könntet mich hier in Frage stellen? Dieses Interview ist... Ich sehe sehr gerne, wie er sich windet. Aber die Liga wird das ja doch wie alles andere vertuschen. Diesmal nicht. Mengsk hat die Medien jahrelang als Waffe eingesetzt. Jetzt drehen wir den Spieß um. Diese Sendung hat uns einen größeren Sieg gebracht als 100 Schlachten. Vermutlich hast du recht. Dafür haben wir die Revolution ja überhaupt erst begonnen. Es ist noch ein weiter Weg. Aber vielleicht war das ein Anfang. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Oh nein. Dafür schleppe ich sie doch mit, Sir. Ach ja. Das war wieder nice. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Hauptmission und allem Gesprächen, weil das ja schon viel zu lange gedauert hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und man sieht sich dann in der nächsten Folge oder bei einem meiner anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.